Was kann passieren, wenn Sie mit jemandem, der nichts von der Kirche wissen will und sie sogar aktiv bekämpft, wenn Sie mit dem über Pater Pio sprechen? Das ist das Thema von heute. Willkommen und grüß Gott. Mein Name ist Paul Oldenburg und hier ist das Programm Pater Pio. Das ist das Thema heute. Wir hören eine kleine Geschichte. Und Sie sehen, ich bin nicht dort, wo ich sonst bin, aber auf Reisen. Aber diese Geschichte wollte ich trotzdem mit Ihnen teilen. Eine kleine Geschichte einer der Tausenden von Bekehrungen, an der Pater Pio beteiligt ist. Aber dort gibt es ein, zwei kleine Details, die wichtig sind, um uns anzuspornen, dieses Apostolat nach vorne zu treiben. Wir wollen die Intronisation von Pater Pio in dort, wo es möglich ist, dort, wo wir verstanden werden in unserer deutschen Sprache, soll Pater Pio in den Häusern sein, soll Schutz den Familien geben, die von ihm gehört haben, die sich ihm anvertrauen. Und dafür sind wir da. Das ist unser einziger Sinn unseres Apostolates, die Bekehrung und die Reevangelisierung unserer Mitmenschen. Und Pater Pio ist ein unglaublich starker Verbündeter hier in diesem unserem Unterfangen. Und diese kleine Geschichte wollte ich mit Ihnen teilen. Und teilen, apropos teilen, teilen Sie dieses Video. Wenn Sie dieses Video teilen, dann sind Sie mit Ihren Intentionen eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag, am kommenden Freitag. Jeden Freitag lassen wir für die Teilnehmer dieses Apostolates eine Messe lesen. Ihre Intentionen sind inbegriffen, wenn Sie nicht Teil der Familie der Pater Pio-Schützlinge sind die Intentionen inbegriffen, wenn Sie dieses Video oder irgendeins aus diesem Kanal teilen. Und nicht nur Sie sind mit Ihren Intentionen dort inbegriffen, sondern auch diejenigen, die das Video sehen, weil Sie es geteilt haben. Sie. Und das ist eine wunderbare Sache. Dadurch tragen wir die Gnaden, die aus der Messe herauskommen, hinaus in die ganze Welt zu vielen, vielen Menschen. Und die Geschichte, die ich Ihnen jetzt gleich in Teilen vorlesen werde, ist genau eine solche. Da gibt es einen Menschen, der Vetter eines bekannten Advokaten aus Genua, hatte schon öfters mit diesem über Pater Pio gesprochen. Und Sie können sich schon ungefähr vorstellen, was passieren wird. Er war Freimaurer, dieser Advokat, aber er hatte mit seinem Vetter darüber gesprochen, über Pater Pio. Und er machte sich nichts draus. Ach, so, ja, das ist so. Und wir reden jetzt hier über das irgendwas über die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und was passiert? Er legte aber keinen großen Wert auf dessen Äußerung, da er ihn für einen etwas überfrommen Katholiken hielt, also den Vetter. Naja, also ist alles ein bisschen übertrieben. Aber was passierte dann? Ja, genau. Zudem war er selbst führend in der Freimaurerei tätig und hatte daher keinerlei Sympathie für Kirche und Priester. Wie viele Menschen kennen wir, die keinerlei Sympathie für Kirche und Priester haben? Insbesondere heute, wo die Kirche in einer solchen enormen Krise ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie es überhaupt möglich ist, dass sich jemand freiwillig noch, ja, der Kirche anvertraut, einem Priester anvertraut. Insofern haben wir es heute viel schwieriger als diejenigen damals. Aber was passierte dann? Doch fühlte er, dieser Advokat, trotz allem merkwürdigerweise eines Tages den inneren Trieb, den Mönch kennenzulernen. So, und da haben wir es. Diese Videos, die wir hier machen, machen wir nicht für uns, sondern für die Menschen, die Pater Pio kennenlernen müssen. Und sie wissen, warum sie ihn kennenlernen müssen. Sie müssen ihn kennenlernen, damit ihr Herz berührt wird. Wir kriegen schon jetzt viele E-Mails zugeschickt, in denen Menschen davon berichten, dass ihr Herz berührt wurde von den Inhalten unserer Videos. Und das ist das Wunderbare, was Sie und ich zusammen machen können, mit überhaupt gar keiner Anstrengung, indem Sie einfach dieses Video teilen, indem Sie es ein Like geben, da unten, indem Sie diesen Kanal abonnieren, indem Sie Kommentare hineinschreiben, was Sie erlebt haben, was Sie sich, ja, ob Sie Pater Pio kennen, wie Sie ihn kennenlernen möchten, wie Sie ihn kennengelernt haben. Alles schreiben Sie hinein. Warum müssen Sie das machen?
Das liegt ganz einfach daran, dass YouTube so arbeitet. YouTube wird die Videos, die geliked sind, die viele Kommentare haben, die aus einem Kanal kommen, der viele Abonnenten hat, nach oben bringen. Denn das zeigt ihnen YouTube, dass diese Videos beliebt sind. Und damit geben wir vielen Menschen die Möglichkeit, diese Videos zu sehen. Jemand sucht nach Gebet und er sollte einen sinnvollen Beitrag finden über das Gebet, über die Engel, über was auch immer mit unserem Glauben zusammenhängt und was uns schließlich auf den Weg bringt, für das eigene Heil zu sorgen und für das Heil der anderen zu sorgen. Also bitte liken, teilen, abonnieren und wenn Sie können, auch schauen Sie in die Links unterhalb des Videos, werden Sie Teil der Pater Pio Schützlinge, dann können Sie eine mehr aktive Rolle spielen. Schauen Sie, wie das geht. Klicken Sie einfach auf den Link. Also, Pater Pio wirkt in dem Moment, in dem man mit anderen Leuten über ihn redet. Man zeigt ihn. Und zeigen können Sie natürlich auch mit einem Bild. Wir haben auch in einem weiteren Link unterhalb des Videos die Möglichkeit, ein Bild zu bestellen von Pater Pio. Das hängen Sie sich auf oder Sie verteilen es um sich herum. Und damit zeigen Sie Pater Pio. Und er wirkt in dem Moment, wo man über ihn redet, und das machen wir hier. Wir reden über ihn und wir zeigen ihn. Und in diesem Moment passiert etwas, und das ist ein Mysterium. Das können wir nicht erklären, aber wir können sehen, dass es tatsächlich so funktioniert. Und Pater Pio greift auf diese Seele zu und zieht sie zu sich heran. Das heißt nicht zu sich, sondern zu Gott, weil Pater Pio ist ein Mittler. Und Pater Pio hat die große Gnade bekommen und das große Privileg, als Mittler, als starker Mittler funktionieren zu dürfen. Und das tut er. Also, er hat den Trieb, ihn kennenzulernen. Und so reist er eines Tages von Genua nach San Giovanni Rotondo. Und Genua ist weit weg, wie jeder weiß, von dort 600 Kilometer. Wenn nicht mehr, 800 vielleicht sogar. Beim Kloster angekommen, war er verblüfft, sogleich Pater Pio auf sich zugehen zu sehen. Das heißt, Pater Pio ruft ein, wenn die Seele vorher von ihm gehört hat. Dann ruft sie ein. Dann macht man einen Schritt auf Pater Pio hinzu und schon kommt er einen Schritt auf einen zu. Das ist so wunderschön. Und ehe der Rechtsanwalt überhaupt den Mund auftun konnte, sagt dieser zu ihm, Pater Pio: Wie? Sie sind hier bei uns? Aber Sie sind doch Freimaurer. Ja, Pater, antwortet der Rechtsanwalt ganz überrascht. Und Pater Pio fragt: Welches Ziel setzen Sie sich in der Freimaurerei? Direkt auf ihn. Und er sagt, antwortet so wie es ist, die Kirche vom politischen Gesichtspunkt aus zu bekämpfen. Das heißt, ja, die Kirche und der Staat muss getrennt sein und die Kirche darf sich nicht in die Leben der Menschen einmischen und so weiter und so fort. Also eine aktive Bekämpfung derjenigen Institution, die den Seelen helfen soll, in den Himmel zu kommen. Also jeder weiß, woher die Freimaurerei kommt. Also er ist ein Kirchenfeind. Und Pater Pio zeigte ein mildes und gütiges Lächeln. Er wusste schon, dass er ihn hat, weil er in seiner Seele in einer derart starken Weise eingreift, dass er sich gar nicht mehr davon befreien kann. Er ergriff seine Hand und sprach in sanften Worten von dem verlorenen Sohn, der in das Vaterhaus zurückkehrt, wies auf die unendliche Barmherzigkeit Gottes hin und auf das hohe Gut, das er erlangen könne, wenn er sich der Kirche wieder anschließe. Denn die Kirche öffne ihrem göttlichen Mantel und sammle alle unter ihm, die bußfertig und in guter Gesinnung sich ihr zuwenden. Immer wieder das gleiche Prinzip. Bußfertig müssen wir sein. Er hat Gott bekämpft, indem er die Kirche bekämpft hat. Aber wenn er das jetzt einsieht und bußfertig ist und dann in guter Gesinnung zu ihr kommt, wird er wieder aufgenommen in die Kirche, in die volle Kommunion aufgenommen. Und das ist das, was wir mit unserem Apostolat schaffen können. Und das ist ganz einfach. Klicken Sie einfach Like, klicken Sie einfach
abonnieren und vergessen Sie die Klingel nicht und teilen Sie dieses Video oder irgendein anderes, was Ihnen gefällt aus diesem Kanal oder am besten alle, das ist noch besser. Der Rechtsanwalt, der nie etwas von Religion wissen wollte, war plötzlich so gepackt, und das ist dieses Mysterium von Pater Pio, er war so gepackt, dass er bereits eine Stunde später zu Füßen des Paters kniete und bat, bei ihm beichten zu dürfen. Voll Freude und Eifer aber wollte er, der Neubekehrte wie alle Konvertiten, seine Freude in die Welt hinausrufen. Das ist meistens unsere Schwäche. Ich bin auch ein Konvertit, dass wir am Anfang sofort alle Welt bekehren wollen, aber keiner kapiert, was wir eigentlich wollen. Und genau so gibt Pater Pio jetzt den Rat. Also er fragte daher vor der Abreise Pater Pio noch, wie er sich verhalten sollte und ob er jetzt öffentlich von sich aus die Abzeichen der Freimaurer niederlegen sollte. Und sagte Pater Pio, nein, verbleiben Sie vorläufig so wie bisher und warten Sie ab. Wenn der geeignete Augenblick da ist, wird Ihnen der Herr schon den Weg zeigen. Der Rechtsanwalt kehrte nach Genua zurück und war glücklich über seine Erneuerung. Und tatsächlich hielt er sich, das geht in der Geschichte weiter, er hielt sich zurück und fuhr dann aber nach Lourdes und das wurde bekannt und dann gab es einen großen Skandal, oder immer die Freimaurer haben einen großen Skandal gemacht, woraufhin er in die Loge gegangen ist und Gott verkündet hat und die Kirche verteidigt hat und damit war seine Freimaurerei beendet. Und er wurde ein großer Apostel. Und wenn ich nicht ganz mich irre, ist er auch dann nach... Nein, er ist da geblieben, er ist Rechtsanwalt geblieben, aber war ein spirituelles Kind von Pater Pio und hat sein Leben lang den Glauben verteidigt. Das können wir anstoßen, indem wir zusammen dieses Apostolat oder diese Videos nach draußen bringen und sie verbreiten. Wir brauchen Pater Pio nur zu zeigen. Wir brauchen ihn nur über ihn zu reden. Und in dem Moment passieren diese unglaublichen Bekehrungen. Schauen Sie sich jemanden an, den Sie kennen, den Sie ganz nett finden, aber der Sie unglaublich kritisiert bei jeder Gelegenheit, wenn Sie über die Kirche sprechen, insbesondere in der Situation, in der wir heute sind, wo alles drunter und drüber geht, wo selbst die Bischöfe nicht mehr die Wahrheiten der Kirche als Wahrheiten anerkennen wollen und sie sogar bekämpfen und eine große Verwirrung herrscht, was überhaupt noch Wahrheit ist und welche Wahrheit die Kirche, insbesondere in Deutschland, verteidigt und lehrt. In dieser Zeit ist es besonders nötig, dass wir Klarheit unseren Mitbürgern präsentieren und Pater Pio ist unser starker Verbündeter. Und er hat gesagt, im Himmel kann ich viel mehr für euch tun. Das heißt, nach seinem Tode ist er noch stärker, noch kräftiger. Und es gibt viele, viele Geschichten seines Eingreifens nach seinem Tod bis heute. Und es gibt einen befreundeten YouTube-Kanal von uns, ein Freund von uns, der in Brasilien dieses Apostolat macht. Einige von den Zuschauern hier sind aus Brasilien, das weiß ich. Und dort hören wir von so vielen Bekehrungen, dass man es kaum glauben mag. Und genau das kann hier passieren, wenn Sie mir helfen, zu liken, zu abonnieren, Kommentare zu geben, dieses Video zu verbreiten. Und liken, deshalb habe ich jetzt noch vergessen, Sie sehen hier oben diesen kleinen Hinweis, liken Sie dieses Video und machen Sie es nicht einfach nur so, sondern bitten Sie um den Segen von Pater Pio. Und so drehen Sie das kleine Like in ein kleines, aber dann vielleicht ganz großes Gebet, dass Pater Pio Ihren Tag unter seinen Segen stellt. Und das sollte Ihnen viel, viel helfen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.